Ah, doch, hier ist ja das Brecheisen. Ach, genau, das war ja so heiß. Wir könnten es jetzt hier abkühlen lassen, aber... Ach, Digga. Doofe Kisten. Aber das würde irgendwie zu lange dauern. Also das muss auf jeden Fall noch ein bisschen abkühlen. Wir können das mal versuchen, so ein bisschen mitzunehmen, weil ich die Magnetpistole ja noch nicht habe. Wow. Wir können es auch mal versuchen, hier vorne irgendwie rauszuschmeißen. Oh Gott. Ist es raus? Nee. Nochmal? Nein. Scheiße. Es hängt sich hier immer fest. Warte mal. Was denn, wenn ich jetzt die Kiste ran dingsle? Oh. Das war jetzt nicht geplant. Okay, es funktioniert nicht so richtig. Ja, es kühlt auch ab, wenn es einfach hier liegt. Aber es geht halt schneller, wenn wir es kurz unter das Wasser machen könnten oder so. Oh, warte mal. Können wir es nicht in diese Box hier drüben packen? Wow, wow, wow. Ja, ist gut, Bro. In so eine Box hier, wisst ihr? Und dann kann doch das, also... Ja. Ja. Und jetzt können wir die Box mitnehmen. Ach, scheiße, hat nicht geklappt. Ich meine, man könnte auch einfach ein Ding holen. Oh Gott, eine Gießkanne. Aber das wäre zu einfach. Was ist mit dem? Leute. Ich bin hier gerade runtergefallen durch dieses Loch hier oben. Und sieh das. Aber die Tür war doch abgeriegelt. Wie kommt der da rein? Ich habe Angst, dass wenn ich mich jetzt bewege, dass er mich direkt holt. Ach, hier ist die Magnetpistole, okay. Also ich weiß nicht, ob der Nachbar verpackt ist oder so, aber... Also, habe ja nichts dagegen, wenn er da eigentlich so ein bisschen mit der Tür spielt. Digga, die Tür geht ja auch immer noch nicht auf. Wenn er da so ein bisschen mit der Tür spielt, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Okay, keine Ahnung, also er ist... Das ist der goldene Schlüssel. Ah, der gelbe Schlüssel. Nehmen wir mit, aber mit Style. Mit Stil. Stimmt, wir können jetzt noch den Crowbar holen. Ja, als ob wir es direkt... Ja, okay, wir vielleicht ein bisschen längere Folge, aber wir schaffen es im Sending. Jetzt muss ich da wieder nur noch hochkommen. Wie mache ich jetzt das, dass ich das überlebe? Einfach hier runter. What, man, der darf... Hä? Ja, guck mal, Leute. Das hat er jetzt einfach zugenagelt. Ich muss jetzt immer hier rein. Oh, shit. Hä? Hallo? Brudi? Was ist das denn? Ja, geil. Ich komme hier noch nicht weg. Ich bin einfach an Ort und Stelle verbuggt gewesen. Oh, mein Gott. Das war knapp. Das war echt knapp. Mach das immer so etagenweise. Dann springe ich hier rüber. Ah, jetzt können wir eigentlich schon hier rein, ne? Genau, gehen wir hier mal rein und nehmen jetzt hier die Crowbar. Die ist tatsächlich immer noch rot. Also ich meine nicht mehr so rot wie vorhin, aber immer noch rot. Aber das Gute ist, wir können jetzt hier runter. Es will einfach nicht. Was ist das denn? Ah, jetzt okay. Ach, jetzt hat er hier auch eine Falle aufgestellt. Ach, scheiße, egal. Hier kommt er nicht hin. Oder nicht so leicht. So, jetzt machen wir das hier unter das Wasser. Ihr seht, das Glühlicht ist nur noch rot und nicht mehr so gelb. Halt. Vielleicht ist es auch ein rostiges Glüheisen. Glüheisen. Brecheisen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, jetzt kommt hier Wasser. Und eigentlich... Hä? Eigentlich solltest du hier jetzt kalt werden. Also eigentlich... Ja, müsste das kalt werden. Ich weiß gar nicht. Oder müssen wir es unter das Wasser halten? Also... Unter den Wasserhahn. Guck mal, jetzt spritzt das Wasser direkt drauf. Es wird aber nicht kälter. Leute. Finally. Ich habe die Crowbar. Nicht das Glüheisen. Die Crowbar. Endlich. Wir gehen jetzt rein und... Ach, Digga. Wie weit kommt der? Okay, bist du... Hat er gerade für einen Move abgezogen. Okay, wir warten kurz, bis er drin ist. Dann entfernen wir noch die Bretter. Und ich glaube, dass die Kika ist ja noch... Genau, das ist noch aktiviert. Dann gehen wir mal ins Ending und sehen, was uns in dieser Version erwartet. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Leute, der letzte Nagel... Alter, was ist denn los? Kommt raus. Bretter und Brechstange kommt weg. Brauchen wir nicht mehr. Wir gehen jetzt ins Ending der Alpha 4. Und es gibt... What? Es gibt einen Keller, es gibt ein Ending. Digga, was sind wir denn hier? Da können wir doch niemals rüberspringen. Okay, ich denke mal, da müssen wir noch was dafür... Ah, ich glaube, das war das mit diesen Superkräften, die man da bekommen kann. Ja, ja. Okay, auf jeden Fall, Leute, was ist mit dieser Folge? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like. Aber da ist ein bisschen länger jetzt, aber egal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Hello, feeling so mellow. Fresh about the shower, but there's nothing on my schedule. Mother effer, what it do? My steez be the swaggiest. Fits real clean, but my flows be the nastiest. I swear I'm working for it all.